Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich mit dem Video anfange. Komm mal her, hä? Coronavirus! Jetzt guck doch los, hä? Soll ich jetzt die Begrüßung machen, während du da stehst? Oh, sorry. Oh, sorry, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das so stehe. Ist okay, oder? Wie fängt man cool an? Hey. Hi, neues YouTube-Video von mir. Guck, hä? Cool. Guck doch, hä? Kann ich aufhören zu essen? So, jetzt aber richtig. Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz schön stolz auf mich, dass es jetzt schon das vierte Video in Folge ist und ich noch nicht wieder aufgehört habe. Ich hoffe, das geht so weiter. Heute machen wir etwas, was ich gehört habe, was sehr... Sehr toll. Das ist wirklich super. All about the clicks, ne? We're just here for the clicks. Ich dreh gerade. Zeig mal, wie pretty das ist. Mach mal, plug dich mal selber. Fokussier doch, hä? Folgt mir alle, hä? Ich schreibe deinen Namen jetzt hier nicht hin. Heute machen wir eine Reaction. Wir reagieren heute auf die Fotos und die Shootings von Germany's Next Topmodel. Es ist ja fast vorbei, es ist nur noch das Finale und deswegen wollte ich noch ganz schnell dieses Video machen. Warum ich das mache, ich bin Fotografin, für die, die mich nicht kennen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber natürlich als Disclaimer, ich bin nicht die eine Fotografin und meine Meinung ist nicht die Meinung. Und ich sage nicht, dass alles, was ich weiß, richtig ist. Dass meine Meinung richtig ist, sondern es ist wirklich nur meine subjektive Meinung. Es kann auch für andere Fotografen kompletter Bullshit sein, was ich rede. Ist halt Unterhaltung, ne? Heißt nicht, dass das alles so toll ist, was ich sage. Ich werde jetzt einige Shootings rauspicken. Nicht alle, um Gottes Willen. So viel Zeit haben wir nicht. So viel guckt sich hier keiner an. Ich kann auch nicht über jedes Foto reden. Habe ich auch gar keinen Bock drauf, weil manche sind einfach... Scheiße. Wir fangen an bei dem Setcut-Shooting. Ich muss gestehen, wenn ich mir das so angucke, ich kenne die ganzen Mädels gar nicht mehr. Julia, den Namen weiß ich noch. Hier ist das Porträt von ihr und ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Aber das zweite Bild, I don't need. Like, I don't... Sieht pretty aus, die Haare sind mega, ist nicht so ordentlich. Sie gibt mir einen guten Blick, sie gibt mir einen guten Look. Aber im zweiten denke ich mir so, ja, die brauche ich doch nicht. Die Schulterpartie, die Haltung sieht irgendwie... Ja, die Haltung ist irgendwie nicht vorteilhaft für sie. Also es ist schön, dass sie lacht, aber ja. Bei Johanna das Gleiche. Das Porträt, super süß, das Ganzkörperbild. Das sieht halt so aus, als hätte sie aus Versehen so eine Pose gemacht, einen Schnappschuss. Also ich finde, sie wirkt da nicht so confident. Bei Liana brauche ich beides nicht. Bei Maureen finde ich beides ziemlich gut. Ich habe das Gefühl, dass bei jedem Mädchen das Ganzkörperbild so ein lachendes, spontanes Bild ist. Also scheinbar ist das die Absicht, aber irgendwie... Zeig mal ihren Headshot. Oh, pretty. Ja, pretty. Also super dunkle Augen. Ja, das finde ich auch komisch. Ich finde die Augenpartie auch sehr dunkel. Die habe ich sowieso nicht gebraucht. Also egal, was ich jetzt sage, ich meine das nicht böse gegenüber den Mädels, sondern einfach, was ich als... Fotografin von den Faces oder den Charakteren denke, die mir im Internet, im Fernsehen präsentiert werden. Und bei ihr finde ich den zweiten Shot relativ gut für eine Setcard, aber ich brauche ihren Look einfach nicht. Ich weiß nicht, was die mit den Haaren gemacht haben, also die Haare sind komplett verkackt. Ich habe ihren Namen vergessen, aber die hätte so viel bessere Bilder haben können. Was ist das für ein Porträtbild auf einer Setcard? Ich sehe keines der Augen. Das vordere ist bedeckt mit Haaren und das hintere ist komplett abgesackt. Komplett dunkel. Also wer packt denn sowas auf eine Setcard? Ich sehe das Gesicht nicht. Maribels Bilder sind gut. Didn't expect that. Aber ihre Setcard-Bilder sind gut. Sorry, ich liebe Tamara und ich finde das erste Bild auch gut, aber ich verstehe das zweite nicht. Also es ist ein cooles Bild irgendwie, aber ich... Also ich finde Tamara geil, ich würde super gerne mit ihr arbeiten, aber das Bild, also ich verstehe die Auswahl oft nicht. Okay, Anastasias Setcard-Bild ist mega. Das sind Setcard-Bilder. Sie sieht mega gut aus, mega gut getroffen, alles passt an diesem Bild. Ich kriege einen guten Eindruck von ihr, ich kann Face, alles sehr gut sehen, es sieht nicht willkürlich aus, sehr gut. Next one.
Das Shooting mit den Insekten, die Beauty-Shots. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die wenigsten Bilder geil davon. Ich finde das Bild von Tamara ist mit eines der besten. Und ich weiß nicht warum, aber es ist ganz oft so, dass ich die Bilder von Jeremy's Next Topmodel gar nicht so gut finde. Also klar, das Licht und alles, die Bilder sehen professionell aus, finde ich gut. Aber ich verstehe nicht, die Mädels standen ja in so einem Hotel-Koffer-Rolli. Und alle sollten sich am Rand festhalten, aber es waren nur Headshots. Das heißt, die Schultern sind immer so, was super unvorteilhaft bei Beauty-Shots ist. Wenn ich nur den Ausschnitt habe und ein bisschen Schultern, warum will ich, dass der eine Arm hoch ist? Und das heißt... super komisch. Das heißt, überall ist die Schulter so hoch. Und bei jedem Bild ist das dann so komisch angeschnitten. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich liebe jeden Shot von Jackie. Ich muss auch sagen, sie war von Anfang an meine Favoritin. Nicht, weil ich den Charakter so gut finde, man hat gar nicht so viel von ihr mitbekommen, aber weil die einfach bei jedem Shooting abgeliefert hat. Und ich liebe ihren Look. Als sie neu dazugekommen ist, wusste ich, die wird ins Finale kommen. Und ist sie ja jetzt auch, weil die ist einfach verdammt gut. Kommen wir zum nächsten. Das Marilyn Monroe Shooting. Mitten in LA auf dem Walk of Fame. Ich muss sagen, dieser Fotograf, ich habe ihn geliebt. Das ist einer der besten Fotografen vom Charakter oder wie sie einfach gearbeitet haben. Viele hatten so den Eindruck, dass der super negativ und super streng ist. Aber der hat endlich mal mit dem Mädchen gearbeitet. Ich finde es so schade. Klar, es geht nicht um die Fotografen. Bei ihm hat man so richtig gemerkt, dass er mit dem Mädchen arbeitet. Und klar, auch wenn er streng war, hat er dem Mädchen etwas gegeben, um damit zu arbeiten. Der hat bei jeder, die es nicht so gut hinbekommen hat, einen Anstoß gegeben, was sie sich vorstellen soll, in welche Richtung sie denken soll, was sie doch mal variieren soll. Und das machen super selten Fotografen, was man im Fernsehen sieht. Man weiß nie, wie sie arbeiten, ohne dass es ausgestrahlt wird. Ne? Die Shots, manche brauche ich, manche nicht. Ja, zu den Bildern kann ich nicht viel sagen. Ich finde, die Mädels haben eigentlich alle ziemlich gut das gemacht. Tamara hat es wieder sehr gut gemacht. Jackie auch. Manche finde ich ein bisschen langweilig vom Posing. Das nächste Shooting ist das Color Splash Shooting von Christian Schuller. Christian Schuller kennen wir alle, wenn wir Jeremy's Next Topmodel kennen. Ich muss sagen, von diesen 4 Fotos gefällt mir das hier am besten. Das mit dem grünen Pulver. Das sieht einfach gut aus. Das ganze Bild ist ein perfektes Gesamtkonzept. Die Mädels sind mega gut getroffen. Der Shot sitzt einfach. Die anderen sind halt nicht so geglückt, ne? Aber ich glaube, das war auch schon Thema in der Folge. Der Shot mit dem Rosa ist noch ganz interessant, aber da brauche ich das Mädel da hinten auch nicht. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendwas zu dem Kalendershooting zu sagen? Ich verstehe nicht, warum die Ballons alle unscharf gemacht wurden. Es ist eine künstliche Unschärfe auf allen der Ballons, sodass nur die Mädels scharf sind. I don't need that. Warum? Klar, ich kann es verstehen, man will die Mädels irgendwie hervorheben, aber das sieht so unprofessionell aus. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung, das wird jeder anders sehen. Heißt nicht, dass es unprofessionell ist. Aber es erinnert mich so an diese ganzen Handyfotos, wo jemand den Hintergrund unscharf macht. Oh, ich liebe die Farbe von Lianas Bild. Ihre Skin Color und die Farbe von den Luftballons harmoniert richtig, richtig gut. Das Bild von Jackie ist sehr gut. Das Bild von Maribel finde ich sehr gut, aber die Ballons sind mir zu unscharf. Die Pose von Larissa brauche ich absolut nicht. Ist das Vivian? Mega-Bild. Also das gefällt mir richtig, richtig gut, das Bild von Vivian. Das von Nasty ist auch sehr, sehr schön. Komischerweise haben sie ja gesagt, dass Tamara die Beste bei dem Shooting war und das beste oder das schönste Bild hat. Ich finde tatsächlich nicht, dass es das schönste Bild ist. Generell muss man sagen, ich fand, dass diese Staffel krasse Challenges hatte. Also das fing schon an mit dem Dschungelshooting, das allererste Shooting, halbnackt, mit einem Male Model, mit einem anderen Model noch zusammen, in Lianen drinne. Ich hätte es gut gefunden für die Models, die hauptsächlich alle Anfänger sind, erstmal so ein entspanntes, nicht zu entspannt, aber schon so ein bisschen entspannteres Shooting zu haben, um erstmal zu gucken, wie wirken die generell und danach so eine Challenge zu geben, weil das fand ich schon echt krass. Und ich muss auch sagen, dass ich fand, dieses Jahr war wirklich eine Herausforderung. Die Walks. Also diesmal hat sich Heidi wirklich gedacht, wenn du Topmodel werden willst, dann musst du auch richtige Scheiße durchmachen. Also nicht Scheiße durchmachen, aber musst du mir auch was richtig, also richtig was abliefern. Kommen wir zum allerletzten Shooting. Das Shooting in der Höhe von Marc Baptiste. Ich fand den Fotografen super sympathisch. Also ich finde ihn richtig, richtig cool. Die Ergebnisse. Ich muss sagen, eigentlich eine sehr coole Shooting-Idee und das sah alles auch voll heftig aus. Aber ich bin von den Bildern irgendwie ein bisschen enttäuscht. Also es gibt mir nicht so viel, wie ich erwartet habe.
Das zum Beispiel von Anastasia finde ich mit am besten. Also das meine ich jetzt nicht von den Models her, sondern wirklich vom Foto, vom Fotografen. Ich würde es nur gerade machen. Also mich macht es wahnsinnig, wenn Bilder so ein bisschen schief sind. Ich hätte die Shots, glaube ich, alle ziemlich geil gefunden, wenn dieser Balken komplett vor dem Himmel wäre und nicht man da noch so ein bisschen Containerzeug sieht. Weil irgendwie irritiert mich das. Warum sind die Bilder alle so schief? Maureen vor diesem blauen Hintergrund sieht Bomb AF aus. Bomb AF. Aber wenn das jetzt so ist wie bei Jackie, das finde ich so schade, weil sie geht da so unter. Sarah, finde ich, ist schon gut. Aber ich glaube, sie hat noch Heftigeres. Komischerweise, das Bild von Liana finde ich so schlecht. Die Bildkomposition finde ich gut, besser als bei manchen anderen. Aber ihre Pose und ihr Gesichtsausdruck ist scheiße. Ich weiß wieder nicht, warum die das Bild ausgewählt haben, weil ihre Hand gerade mitten in einer Bewegung ist und zwar keine schöne. Ihr Ausdruck ist irgendwie so, ja, bin ich halt hier, ne? Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich jetzt richtig shady war. Tut mir leid. Aber ich muss wirklich sagen, dass Jeremy's Next Topmodel manchmal verdammt gute Fotografen hat. Und bei manchen Shootings denke ich mir, warum? Und ich finde viele Ergebnisse oft nicht gut. Beziehungsweise ich frage mich, warum die ausgewählt werden. Gab es keine besseren oder ist die Auswahl einfach nur nicht so gut gelungen? Wie läuft's? Bin eigentlich schon alle auseinandergenommen, alle Fotografen. Ja, alle Models, alle Fotografen auseinandergenommen. Ich hoffe halt einfach nur, dass ich nicht zu kritisch war. Insgesamt fand ich die Shootings sehr interessant. Und ich bin sehr gespannt auf das Finale nächste Woche. Jackie ist auf jeden Fall eine starke Favoritin von mir, einfach weil ich ihren Look liebe. Sarah war für mich immer ein bisschen... Ich habe die erst gar nicht bemerkt. Also erst bei der Folge, wo sie den Hashtag No Personality bekommen haben, habe ich überhaupt erst gemerkt, dass sie da ist. Also ich habe dann mit den Folgen dann gemerkt, oh, die gefällt mir eigentlich, weil sie ist gut. Maureen ist super süß, super Sunshine. Ich finde die drei eigentlich von der Personality alle ziemlich ähnlich. Relativ ruhig, aber lieb. Also alle drei sympathisch. Ich würde es allen drei gönnen. Bei Liana wissen wir alle, dass es ein bisschen kritisch ist. Sie liefert ab. Sie gefällt mir einfach vom Look her nicht. Also aus beruflicher Sicht, sage ich mal, würde ich sie jetzt nicht buchen, auch wenn ich ihren Charakter nicht kennen würde. Aber sie hat es definitiv verdient, ins Finale zu kommen, weil sie gut ist und weil sie immer abgeliefert hat. War eigentlich schon die ganze Zeit klar, dass sie ins Finale kommt. Aber ich bin gespannt, wer es am Ende wird und hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder und ja, was möchten Sie? Nein, ich wollte den Leuten nur sagen, dass die abonnieren sollen. Bist du schon durch? Weil ich jetzt so schnell durch bin. Was hämmern die hier rum? Keine Ahnung. Wenn man wer da hämmert. Ich weiß es nicht. Hey, sag den Leuten nochmal, was sie machen sollen. Jane Loon auf allen Plattformen melden eigentlich. Wegen Hate Speech gegen Fotografen. Nee, Spaß. Ja, folgen. Hä? Locke. Ja, also ihr habt's gehört. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Jeremy's Next Topmodel guckt und wer eure Favoritin ist. Lasst einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr sowas sehen wollt und mehr zum Thema Fotografie. Schreibt ansonsten alles in die Kommentare, was ihr von mir sehen wollt. Also in einem bestimmten Rahmen. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.